So, Freunde, wir haben heute um 19 Uhr ein 81 Plus Upgrade bekommen und ein 85 Plus Upgrade. Und das ist richtig, richtig gut. Wir haben jetzt nämlich mit den anderen Upgrade Packs, die bereits im SPC-Bereich vorhanden sind, wieder die Möglichkeit, nahezu unendlich kostenlose Packs durch Crafting zu öffnen. Wie ihr da am besten vorgeht, das zeige ich euch wieder im heutigen Video. Also ich muss sagen, Crafting dieses Jahr extrem gut. Ich bin gerade dabei, den Kai Harvard zu ercraften, habe dafür noch 3 Tage Zeit. Werde ich auch easy schaffen und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, keine Spieler mehr für Packs gekauft und habe aktuell immer noch 179 Packs, weil ich halt mit dem Öffnen nicht hinterherkomme. Also das ist dieses Jahr extrem geil. Deswegen auch gefühlt unendlich kostenlose Packs. Wenn ihr jetzt 24/7 nichts anderes macht, auch nicht schlaft und so, könnte es knapp werden. Aber in der Regel kommt ihr damit richtig gut durch, dass ihr dauerhaft, wenn ihr zockt, Packs öffnen könnt. Wie geht das Ganze? Das zeige ich euch jetzt. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um sowas nicht mehr zu verpassen. Am Anfang müssen wir natürlich den Verein füllen und da bietet es sich dieses Jahr extrem gut an, diese ganzen Free Packs mitzunehmen. Und eine Sache oder eine Zielaufgabe, die mir aktuell besonders gut gefällt, ist diese Season 6 Launch-Aufgabe. Ja, da bekommen wir nicht nur 3000 EP, deswegen, by the way, sollte jeder auch diese Aufgabe machen, um im Season Pass voranzukommen, sondern wir bekommen auch ein garantiertes Tots-Pack und wir bekommen 3 89er Karten. Ja, und noch so ein 2x81 Plus-Pack, das ist aber eher uninteressant. Aber diese 3 89er sind extrem wichtig. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, okay, spielt doch eh keiner. Aber wir wollen die Karten auch nicht spielen, sondern wir wollen die 3 89er in die Tauschvorgänge reinpacken. Wir bekommen dadurch dann nämlich insgesamt 153 Goldspieler. Und das Schöne ist bei dieser Premier League Aufgabe, ich vermute, dass wir das zu jeder Top 5 Liga bekommen. Also nächste Woche soll, oder am Donnerstag jetzt vielmehr, sollte eigentlich dann die gleiche Aufgabe fürs Bundesliga-Tots kommen. Heißt, wir bekommen da wahrscheinlich auch wieder 3 89er Spieler und können uns dann hier wieder die nächsten 153 Goldkarten abholen. Ja, und das Schöne ist, die Goldkarten, wenn die nichts wert sind, ja, ihr packt generell immer alle Goldkarten, die einen Rating bis 80 haben, in die Upgrades. Ja, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe es hier unter Favoriten. Wir haben ja das 81 plus Profi-Wahl Upgrade bekommen und da müssen wir insgesamt 8 Spieler abgeben, einer davon selten. Und mit diesen 153 Spielern, die wir bekommen aus diesen Tausch-Upgrades, können wir schon 20 Mal alleine for free diese 81 plus Profi-Wahl machen. Ja, also da haben wir auf jeden Fall schon wieder Futter im Verein für die nächsten Upgrade-Packs. Und ihr dürft nicht vergessen, wir ziehen natürlich auch hin und wieder mal High-Rated-Futter. Aber alles jetzt nacheinander erklärt. So beginnt ihr also. Ja, erstmal die Zielaufgaben, die Packs abholen. Das solltet ihr immer machen, weil die kriegt ihr wirklich hinterhergeschmissen. Dann Tipp 2, falls ihr diese SPC noch nicht gemacht habt. Die ist nämlich etwas länger da. Die ist aktuell ein richtiger Geheimtipp. Als die rausgekommen ist, war diese SPC ehrlich gesagt richtig scheiße. Ein tauschbares 81 plus TOTW Upgrade. Das war damals viel zu teuer, weil ihr dafür ein 85er Team abgeben müsst. Jetzt ist es allerdings so, dass diese SPC 24.000 Coins kostet. Ja, also für 24.000 Coins könnt ihr die SPC abschließen und wenn wir einmal in die günstigen Spieler reingehen und dann den Filter auf TOTW setzen, dann sehen wir, dass, wer hat das jetzt genommen? Dann sehen wir nämlich, dass TOTW-Karten alle bei mindestens 42.000 Münzen sind. Ja, heißt, ihr könnt euch die Karten für das Upgrade kaufen auf dem Markt für 24.000 und zieht einen in Form, der mindestens 43.000 wert ist. Mindestens. Das heißt, ihr kriegt 42.000 Coins wieder in den Verein gespült und könnt euch quasi von dem Gewinn, den ihr gemacht habt, ein 89er kaufen. Ja? Dann habt ihr eure Coins wieder reingeholt, habt ja noch Coins über, die ihr Gewinn gemacht habt und den Gewinn investiert ihr zum Beispiel in 89er und könnt euch damit wieder das nächste Tausch-Upgrade holen, ja, und kriegt wieder 51 seltene bzw. häufige Goldspieler für weitere Upgrade-SPCs. Also, falls ihr die SPC noch nicht gemacht habt, die auf jeden Fall mitnehmen. So, Schritt 2, das macht ihr wirklich jeden Tag, nämlich wirklich jeden Tag dieses Upgrade-Pack mitnimmt. So bekommt ihr ja nicht nur Zielpacks, sondern ihr bekommt natürlich auch, ich weiß gar nicht was es ist, ein 2x81 Plus Pack oder so. Ihr müsst halt nur einen Bronze-Spieler abgeben. Genau, hier steht es. 2 seltene Gold-Profis, 81 Plus. Das müsst ihr auf jeden Fall jeden Tag mitnehmen. Das ist ein No-Brainer. Und was ihr außerdem noch jeden Tag machen solltet, um viele Spieler zu bekommen,
ist bei den Upgrade-SBCs das tägliche Bronze-Upgrade. Das könnt ihr jeden Tag sogar jetzt dreimal machen. Nicht mehr nur zweimal, sondern jeden Tag dreimal. Dafür müsst ihr auch nur einen Bronzespieler abgeben und bekommt ein Pack mit Bronzespielern wieder. Ja, ein Premium-Bronze-Profi-Pack. Und das gleiche auch bei den täglichen Silber-Upgrades. Hier kann man es mittlerweile auch sogar dreimal abschließen und bekommt dreimal ein Premium Silber-Profi-Pack, beides untauschbar und ganz, ganz wichtig, mit dem Inhalt aus diesem Pack könnt ihr dann jeden Tag das tägliche Gold-Upgrade machen. Ja, da bekommt ihr 11 Gold-Profis. Ganz, ganz wichtig, das sind ja auch teilweise häufige Goldspieler, aber trotz dessen Basiskarte eine häufige Goldkarte ist, die könnt ihr aus diesem Pack dann auch richtig, richtig gut ziehen. Das gleiche zählt bei dem täglichen Bronze-Upgrade. Da haben wir aktuell einen Bronzespieler, den ihr ziehen könnt, nämlich Keithing oder wie man sie ausspricht. Ja, die ist in Bronze-Packs zu ziehen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Silberspieler. Da haben wir gerade den Mann in den Silber-Packs zu ziehen. Und Nani Todd's Moments. Und wenn ihr den in Tauschbar zieht, habt ihr sogar eine Karte, die 400.000 Münzen auf dem Markt kostet. Also das ist eine richtig, richtig teure Silberkarte. Und das ist halt das Schöne an den täglichen Gold-Upgrades, die ihr viermal abschließen könnt. Weil ihr habt hier zwei Teil-SBCs. Ihr müsst einmal ein Team aus Silberkarten und einmal eins aus Bronzekarten abgeben. Also die aus dem täglichen Bronze- bzw. aus dem täglichen Silber-Upgrade. Und bekommt als Belohnung ein kleines Bronze-Profi-Pack und ein kleines Silber-Profi-Pack. Ja, und da müsst ihr auf jeden Fall nachgucken, ob die Spieler etwas wert sind. Und wenn die etwas wert sind, könnt ihr die sogar verkaufen. Dann macht ihr nebenbei noch ein paar Coins. Ganz, ganz wichtig, hier könnt ihr natürlich dann auch Tots rausziehen, die ihr dann verkaufen könnt. Und so einen Nani aus so einem Silber-Pack ziehen wahrscheinlich die wenigsten. Aber wenn da nur einer in der Community dabei ist, der den von uns jetzt zieht, ist das auf jeden Fall schon ein Big Win. Weil den könnt ihr dann für 400.000 Münzen direkt auf dem Markt verkaufen. Was ihr auf jeden Fall auch noch machen könnt, wenn ihr Bronze- und Silberspieler übrig habt, ja. Wir haben ja die Icon-SBCs und wenn ihr viele Untrades übrig habt aus den Silber- oder Bronze-Packs, dann könnt ihr bei diesen Icon-Spielern, selbst wenn ihr die Icon nicht machen wollt, könnt ihr die ersten Teil-SBCs machen. Wir brauchen hier nämlich 11 seltene Bronze-Spieler und 11 seltene Silberspieler, bekommen einmal 3 häufige Gold-Profis-Pack, ein tauschbares, wo natürlich wieder Tots drin sein können, weil wir haben viele Tots, dessen Basiskarte nur häufige Goldkarte ist und wir bekommen ein Silber-Profi-Pack. Ja, auch hier kann wieder ein Tots drin sein. Beides natürlich tauschbar. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr also bei den ersten Icon-SBCs diese gerne mitnehmen. So, wir wissen jetzt, was wir mit diesen ganzen Bronzekarten machen und wir wissen, was wir mit diesen ganzen Silberkarten machen. Was machen wir denn jetzt mit all den Goldkarten, die wir aus den Packs ziehen? Ganz einfach, ich erkläre euch das mal. Also alle Goldkarten mit einem Rating von 75 bis einschließlich 80 könnt ihr entweder in das 77 plus PL Upgrade packen, ja, das würde ich euch aber nicht empfehlen, oder in das neue 81 plus Profi-Wahl Upgrade. Ihr müsst ja halt insgesamt 8 Karten abgeben, also 8 Goldspieler, einer davon selten und bekommt einen von 3 81 plus Spielern. Das würde ich auf jeden Fall mit diesen low-rated Gold-Futterkarten machen. Jetzt alle Ratings von 81 bis einschließlich 83 würde ich in das 7x84 plus Upgrade packen. Ja, ihr braucht ihr ein 83er Team und ein TOTW. Jetzt fragt ihr euch, wo bekomme ich den TOTW Spieler her? Ganz einfach, ihr packt nämlich außerdem die 81 bis 83er Karten in das 83 plus TOTW oder in die 83 plus TOTW Profiwahl SBC. Ihr müsst nämlich einmal ein Team mit einem 82er Rating abgeben, wo zwei 84er drin sein müssen. Die müsst ihr dann halt auch in den Packs ziehen, aber solltet ihr aus den 81er Picks auf jeden Fall bekommen, die 84er. Und ihr müsst ein 83er Team abgeben mit einem 85er und ihr bekommt hier by the way auch wieder tauschbare Packs, die ihr dann verkaufen könnt, beziehungsweise wo den Inhalt auf dem Transfermarkt anbieten könnt. Also 81er bis 83er Karten in das 83 plus TOTW Profiwahl Pack oder in die 83 plus TOTW Profiwahl SBC und in das 7x84 plus Upgrade. Und in den 87 plus Upgrade solltet ihr mindestens, ja, 84er ziehen, wie der Name schon sagt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Die 84er, die ihr aus diesem Pack hier zieht, die solltet ihr nämlich recyceln. Und zwar in dem neuen 85 plus Pick. Ja, ich habe ihn hier mal in die Favoriten reingepackt. Ihr bekommt einen von 3 85 plus Spielern. Das könnt ihr jeden Tag dreimal machen. Solltet ihr eigentlich jeden Tag auch dreimal schaffen, wenn ihr vernünftig craftet.
Und hier müsst ihr halt ein 84er Team abgeben und bekommt halt dann im Idealfall gutes SBC-Futter oder auch den ein oder anderen Tots. Und alle Karten, die aus diesem Vorgang, den ich euch gerade gezeigt habe, zieht, die einen Rating von 85 oder höher haben, die packt ihr einfach in diese Duplikat-Tausch-SBCs. Da bekommt ihr dann neues Futter, im Idealfall High-Rated-Futter. Ansonsten fangt ihr halt wieder vorne bei den Picks an. Ganz, ganz wichtig, das macht ihr natürlich nur, wenn ihr keine SBC abschließen wollt. Ihr könnt mit dieser Methode natürlich auch jede SBC günstiger abschließen. Zum Beispiel, so wie ich, die Kai Havertz SBC. Ich habe noch keine Karte für diese SBC auf dem Markt gekauft und habe schon die ein oder andere SBC nur im Stream, ja, innerhalb von einer Stunde hier fertig gemacht, und ich bin guter Dinge, dass ich die in den nächsten 3 Tagen mit relativ wenig Aufwand auch fast komplett kostenlos for free ercrafte. Wenn ihr Fragen zu dieser Crafting-Methode haben solltet, wie immer gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schöne Zeit, haut rein, euer Seth.